Aber ich finde das Thema an sich furchtbar faszinierend. Und die Frage ist natürlich auch, die man sich immer wieder stellt, würde man denn dann eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Wo würdest du denn hinreisen? Eher Zukunft oder eher Vergangenheit? Ich wüsste es bei mir gar nicht so genau. Ich habe mal so drüber nachgedacht, eigentlich die Vergangenheit ist ja eh schon geschehen. Weißt du, das mit dem Mittelalter, früher habe ich immer gedacht, oh, Mittelalter wäre bestimmt so schön. Weißt du, aber in Wahrheit ist das Mittelalter gar nicht schön, da herrschten Pest und Cholera, alles hat gestunken, alle Leute haben ihre Scheiße auf die Straße gekippt, da war irgendwie Pest an jeder Ecke, da waren Kreuzigungen, die Menschen waren dumm und stinkend und arm und reich und überhaupt, der Adel hat auch gestunken, die hat sich nicht gewaschen, die haben sich ja nur gepudert und eine scheiß billige Perücke aufgesetzt, natürlich war die nicht billig, die war teuer, und haben sich mit Schmuck behangen und weiß ich nicht was, und das Mittelalter ist nicht schön. Also ernsthaft, das Mittelalter ist nicht schön! Nee, ist einfach so eine romantische Vorstellung, die man davon irgendwas hat, wie man das gerne hätte, so vielleicht aus Herr der Ringe oder sowas. Ah, das wäre so schön, ich wäre so gerne ein kleiner Hobbit. Natürlich wäre niemand gern, obwohl doch, ich glaube, ich wäre gerne lieber ein kleiner Hobbit als irgendwie ein Elb. Weil ganz ehrlich, die Elben sitzen da alle so verkrampft. Mit so einem riesen Stock im Arsch. Weißt du, dann immer, ja, lass nur reden. Ne. Weißt du, und müssen immer vor lauter Höflichkeit, das sind so ein bisschen die Vulkanier. Die Vulkanier der Fantasy-Welt, außer dass die Elfen oder Elben natürlich schon eher da waren als die Vulkanier. Kann ich nicht aufheben, na gut. Und ganz ehrlich, nips, anders hinsetzen, ganz ehrlich, da möchte ich lieber ein Hobbit sein, weil da hängst du den ganzen Tag in so einer geilen Bude. Also eine richtig geile, schmissige Bude und des Weiteren noch, was hast du noch? Eier bist du die ganze Zeit nur am Fressen, Feiern, den Rest will ich gar nicht sagen, Vögeln und so. Und das ist dein Leben als Hobbit und als Elb bist du immer so die Hände vorne verschränkt, in irgendwelche Gewandungen gehüllt, immer höchst anständig, möglichst noch klug klingen dabei. Ach, sehr süß. Die hüpfen jetzt da raus, oder was? Mitnehmen kann ich die trotzdem nicht, na gut. Naja, und dann, das heißt, ich wäre auf jeden Fall lieber ein Hobbit als ein Elb. So viel steht schon mal fest. So, hier geht's noch rein. Hier sind die Kisten, die noch weg müssen. Hier weiß ich immer noch nicht, was ich mit der Treppe mache, mit dem Abstieg. Doch, weiß ich inzwischen schon, ich müsste ihn zumachen, aber das wird noch dauern. Sieht man hier eigentlich noch die Dinger? Ah ja, doch in den Ecken. Sind scheiße angebracht. Das werde ich bei der nächsten Benny Hill Folge mal ändern. Und auch der Abstieg wird hier weggemacht. Der wird dann anders gelöst. Leider nicht mehr in der Mitte der Monsterfalle. Dafür außen rum. Und zwar da hinten. Und bevor ich hier weiter sinnlos rumlaufe, versuche ich mal so zu tun, als wüsste ich, was jetzt zu tun ist. Die mittlere Reihe weiß ich noch nicht genau, wie ich die machen werde. Jetzt haben wir so viel Stone gesammelt. Cobblestone. Ach, hier war noch Stonebricks. Cool. So, warte. Stonebricks. Die Kiste muss ich dann irgendwann wieder leeren. Ach, das wäre ja klug. So. Junglewood Planks haben wir hier auch noch aus irgendeinem Grund. Boah, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Ist ja mal was Neues. So, Stone, Kobbel. Erde. Flint. So, und jetzt kann ich noch hier den ganzen Stone mal ablagern. Ich muss mir für den Stone mal eine andere Textur installieren, weil der ist so... Der sieht immer so nach Cobblestones aus, finde ich. Boah, mir käst der Kopf gerade ein bisschen. Wir haben, was wir noch brauchen, ist jetzt natürlich ein bisschen mehr Oakwood. Ach komm. So. Und von dem Oakwood brauchen wir noch so. Nein, ich Idiot! Ach, fuck!
Scheißendreck. Das darf doch nicht wahr sein. 32 Pressure Plates. Ernsthaft, was soll ich denn damit jetzt? Das kommt auch, wenn man leicht unkonzentriert ist. Kacke. Naja, können wir tolle Pressure Plate-Spiele machen. So. Tja, weiß nicht, ob ich das so lassen soll, wie gesagt. 37 haben wir davon noch, Gott sei Dank. Oh, das war natürlich dumm, aber egal. Und dann mache ich das mal so, dann sitzt das da nicht drauf, weil wir da nicht, scheiße. Ach nö. Ach nö, jetzt komme ich da nicht ran. Ach nö. Das darf doch nicht wahr sein. Ist das hier? Ja, hier ist es. So, haben wir da so ein Ding. Ist das richtig? Natürlich nicht. Och, leck mich doch. War natürlich das Falsche. Ist eigentlich hier. So, pass auf. Jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt werde ich mal diesen Wooden Slab endgültig los. Zack. So, dann haben wir hier so Halterungen. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt... ob ich das wirklich so machen soll oder ob ich da nicht lieber so ein Fence hinmache. Fence brauchen wir auch noch auf jeden Fall. Und dann muss ich hier... da? Ist eigentlich richtig, ne? Müsste eigentlich stimmen. So. Hier natürlich wie immer erstmal der... Narrl. Der hier. Und dann machen wir die durchgehenden Bänke. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Und hier natürlich noch so ein Schlabbel hin. Dann haben wir da Vierer. Da haben wir Vierer. Da noch ein Schlabbel hin. Zack. Ach Mann, ey. Ich bin übermüdet. Ich darf eigentlich gar nicht mehr spielen gerade. So, so, so. Okay, hier wird es natürlich gleich ein bisschen peinlich. Weil uns da einfach die Treppe in der Mitte fehlt. Ich könnte natürlich den Zugang einfach schon mal zubauen. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach, da fehlen ja auch noch die Dinger. Eins, zwei, drei. So, aber wie gesagt, da müssen wir nochmal gucken, ob das so bleibt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das müssen wir mal schauen. Und ansonsten... ansonsten hauen wir jetzt hier die Dinger rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ich kann mich auch täuschen, aber ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch oder habe irgendwas übersehen, was noch nicht ganz richtig ist. So. Okay, dann haben wir hier unten Pipapo, dann kommen wir hier ran, hier lang. Allerdings kommen wir leider noch nicht unter die Tribüne. Da werden wir uns natürlich einen Wartungszugang zulegen. Was ich jetzt erstmal mache, ist vielleicht... hierzu. Dabei behagt es mir natürlich nicht so besonders. Ach, guck mal. Ach, guck mal, ist gut. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts hier unten. So, dann mache ich mal hier dicht.
So, die Leiter hole ich mir, weil die ist total wertvoll. So, hier ist jetzt dicht. Das heißt, wir können jetzt diese Treppe eigentlich weiter runterziehen. Dazu hole ich mir noch ein bisschen Erde hier raus. Erde, 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 Erde. Mann. So. Hatte gerade das Gefühl, die Erde schwebt. Ich kriege ja langsam echt Paras. Das ist nicht die richtige Treppe. Haben wir denn überhaupt noch Treppen? Cobblestone, Stone Stairs. Wir haben keine richtigen Treppen mehr. Das ist natürlich doof. Aber zum Glück haben wir noch Ingredienzen, um uns welche zu basteln. Boah, ich muss gleich dringend eine Aufnahmepause machen. So, 20 sollten reichen. Sind ja eh nur so ein paar. Ah! So, dann haben wir jetzt hier die Treppe soweit fast fertig. Dann machen wir noch die Holzabsicherung von unten dahin. Die Trägertreppe sozusagen unter der Treppe. So, 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 so. Und schon haben wir die Treppe hier auch fertig. Und der Abstieg zur Monsterfalle ist momentan verwehrt. Das Glasding da unten reißen wir bald raus. Wieso ist da eigentlich Sand? Ach, das ist von unserem Ding da. Und ansonsten sind die Treppen da alle fertig. Das heißt, wir nähern uns langsam, aber sicher der Fertigstellung. Hoffe ich. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass wir noch irgendwas vergessen haben, dass irgendwas noch schief läuft. So. Und da sind wir schon einmal rum. Hervorragend. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, war beinahe richtig. Vielleicht mache ich den doch lieber hier hin. So. Dann passt es hier. Der kommt auch nochmal weg. So und so. Boah, alter Schwede. Also bei dem Projekt bin ich auch ein bisschen froh, wenn es rum ist. 3, 4. Aber wir sind leider, wir haben jetzt die Tribüne soweit fertig, oben, einigermaßen. Bis auf natürlich diese Mitteldinger mit den 2x2. Die finde ich persönlich noch nicht so geil. Aber wir haben hier noch einiges zu tun. So, mache ich die mal wieder hin. Damit das zumindest erstmal überall symmetrisch ist. Die Mitteldinger bin ich noch nicht so zufrieden, wie gesagt. Einiges zu tun gibt es hier aber noch. Jetzt haben wir bis jetzt ja nur das Rudimentäre gemacht, das Nötigste, dass wir quasi überhaupt eine Arena haben. Aber was natürlich noch fehlt, sind komplett die Details. Die Details. Und ich überlege halt auch so Sachen, ob man nicht hier zum Beispiel... Scheiße. Ob man nicht dann zum Beispiel irgendwo Erde hinbaut oder ob man nicht einfach in diese Mitteldinger auch mal einfach einen Lightstone reinbaut statt die Fackeln. Wäre ganz cool, wenn man das machen würde. Ich könnte natürlich auch eine Fackel hinsetzen, das würde aber scheiße aussehen. Ich glaube, ein Lightstone bietet sich da mehr an. Hier fehlen übrigens noch die Dinger. So. 1, 2, 3. Was hier halt noch fehlt, das sind die Details. Wir haben momentan erstmal nur das Rudimentäre, das Skelett sozusagen fertig gebaut. Und ich habe das Gefühl, wir sollten eigentlich auch nicht so hoch sein, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, aber eigentlich ist alles richtig. Ja, sieht richtig aus. Aber irgendwas ist falsch, ich weiß es nicht. Naja, mal gucken. Da werden wir auf jeden Fall uns später schlau machen. Was ich jetzt mal gerne machen würde, ganz kurz, da ist der Eingang.
Vielleicht machen wir dann einfach mal. Was machst du denn hier? Hast dich verlaufen? Sehr suspekt, das Schwein. So, ich will mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen, dass wir vielleicht hier hinten. So eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Wartungseingang oder überhaupt so ein. Weiß nicht genau, wie man das nennt. Dann mache ich für den Boden mal wieder den hier. So, soll ja auch gleich aussehen, ne? Damit das dann so reingeht, pipapo. Und dann, jetzt habe ich natürlich keine Schaufel dabei. Na, Grunzi, was los? So. Nee, pass auf, das mache ich anders. Hier haben wir doch wieder die perfekte Gelegenheit, ein paar von den Slaps loszuwerden. Dann regnet es nicht durch und wir können trotzdem hier bauen. Wobei wir dann da noch ein bisschen mehr Holz brauchen werden. So, dann mache ich hier von außen einfach noch ein bisschen Holz hin. Nein, geh weg, Schwein! Geh weg! Nein, 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 nicht in die, nein, da gehörst du nicht rein. Ja, geh da lang. Halt! Nein, geh weg. Und hüpf nicht drauf. So. Drei haben wir noch. Eins, zwei, drei. Das müsste dann aber eigentlich auch reichen. So, dann geht's da hinten halt ein bisschen weiter, verstehste? Sozusagen in den Servicebereich. Boah, der ein bisschen dunkel ist, der Servicebereich. Aber das liegt ja an diesem komischen Gedingse. Tja, ah, es ist super mit dem Licht da oben, aber egal. Erinnert mich ein bisschen an Cry of Fear, als hätte man dann hier so einen lustigen Tunnel, wo gleich Psychopathen rausgesprungen kommen. So, ich muss noch mal gucken, wie ich den Tunnel genau mache, oder... Hä? Alter, willst du mich verarschen? Du bist jetzt echt hier rumgelaufen? Klemm dir nicht den Kopf in der Tür. Gibt's ja gar nicht. So ein niedliches Schwein. Sollten wir eigentlich ein Arena-Schwein draus machen, so ein Maskottchen. Können wir da oben ja irgendwie drauf kriegen, aber ich weiß noch nicht wie. Mit dem Überweg könnte man wirklich das Schwein da oben draufsetzen. Noch ein Zaun drum oder sowas? So, mal gucken. Man kommt dann hier rein von draußen, tralala. Und da hinten geht es dann quasi weiter. Rechts und links. Mal gucken, was wir da noch machen. Vielleicht irgendwie kann man sich Würstchen kaufen und Cola. Und da hinten geht es dann weiter in... Mal schauen. Umkleiden... Was nicht alles, was halt so hinterm Stadion alles liegt, vielleicht was Kleineres. Und dann auch die Zugänge für unter die Tribünen, da müssen wir nämlich auch noch hin, da müssen wir auch noch arbeiten. Das machen wir dann aber nächstes Mal. Ich mache erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder dann wieder mit mehr Motivation als je zuvor. Ja, hoffe ich. Also bis gleich. Und danke fürs Zuschauen. Bis gleich, tschüss.